Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute zu dieser Preview dabei seid von dem 10er TD der Schweden, diesem neuesten Sahnestück, das mit Patch 9.17 eingeführt wird. Da seht ihr hier das Ganze nochmal, wie er aussieht. Und was werden wir hier heute machen? Klar, wir schauen natürlich den Panzer erstmal hier ein bisschen an, vergleichen ihn dann noch mit etwaigen Mitbewerbern sozusagen. Und last but not least wird es auch ein Gameplay geben, das diesmal freundlicherweise vom Nobody, dem Streamer, also Nono, vielen Dank an dich, gestiftet worden ist. Und dementsprechend schauen wir mal, wie er sich dann da so schlägt. Beachtet bitte, das sage ich jetzt schon einmal vorweg, Testserver wird sehr premiumlastig sein. Das ist einfach so, das kennt man, aber da müssen wir jetzt in Anführungszeichen durch. Ja, ich würde erst sagen, wir starten mal mit dem Layout, was wir hier haben. Wir haben einen Kommandanten, einen Fahrer und einen Funker. Dieses Layout fängt ab dem 8er an, ist genau das gleiche. Bis zum 7er habt ihr 4 Besatzungsmitglieder. Also von dem her sollte das schon mal kein Problem darstellen, auch wenn es ja aktuell keinen Premium-Panzer gibt, womit man seine Crew da wirklich schulen kann. Dann gucken wir mal in den Tech-Tree. Sehen, beim STRV 103B müsst ihr nichts mehr erforschen. Der hat von Anfang an alles so, wie man es sich natürlich wünscht. Dann standesgemäß gibt es natürlich das vorhandene Equipment, was man halt so einbauen kann. Auch da gibt es keine Überraschungen, würde ich sagen. Das Äußere ist natürlich auch bei der neuen Nation immer spannend. Wie sieht das Ganze denn aus? Was haben wir denn? Da könnt ihr diese Tarnungen drauf kaufen. Und natürlich, auch das ist immer eine Frage, was kostet denn überhaupt so eine Premium-Granate? Denn wir haben zweimal APCR, wie ihr seht. Die kostet entweder 12 Gold, wobei es zahlt keiner mehr Gold dafür, oder 4800 Credits. Ansonsten gibt es natürlich noch HE und der Unterschied ist recht simpel. Es sind 42 Durchschlag in der Differenz. Der Schaden selber bleibt bei 390 erhalten, also da kein Unterschied, sondern einzig und allein das Thema Durchschlag, was sich da verändert. Die Daten hier drüben würde ich jetzt im Wettbewerbsvergleich gerne vergleichen, denn da schauen wir mal so an, welche Panzer gibt es auf Tier 10 auch, die vielleicht sogar eine gewisse Ähnlichkeit besitzen und wie schlägt sich der STRV da im Vergleich. Dementsprechend schauen wir uns jetzt den noch an, bevor wir dann danach dann final ins Gameplay hüpfen. Und hier haben wir jetzt also nun den Vergleich und da seht ihr mal, welche Panzer ich da jetzt reingenommen habe. Und ich will auch kurz erklären, warum. Ja, der Russe ist eigentlich einer, der am wenigsten gefühlt reinpasst. Aber ich dachte mir, man muss halt den Russen doch irgendwo mit einbeziehen, da er ja doch das ein oder andere Mal ganz gerne vorkommt. Grille 15 ist recht naheliegend dann wieder, einfach nur aufgrund der sehr minimalen Panzerung, auch einer guten Agilität, also so einem TD, der eine ähnliche Spielweise erfordern wird wie der STRV und der Foch auch hier der starre Turm bzw. das kein Turm, sondern das Rohr am Panzer angebracht so gesehen und auch etwas agiler, also so einen Mix, aber da sieht man gleich, es ist nicht ganz einfach die zu vergleichen, denn jeder Panzer hat da ganz klar eigene Stärken und Schwächen und hat auch seine Macken, sage ich einfach mal. Ja, was sehen wir? Der Standardschaden, da sehen wir sofort, okay, der STRV kann hier schon mal abwinken, weil da ist er ganz klar im Hintertreffen, da hat er gar keine Chance gegen die anderen, also da kann er schon sagen, gut, das war's, Schaden haken wir mal ab. Dafür, im Durchschlag, ist er wieder mit Abstand der Beste, da können die anderen nicht mithalten, auch wenn es teilweise etwas knapper wird, aber unterm Strich hat er hier die Nase vorne. Den geringen Schaden, den egalisiert er ein bisschen mit der Nachladezeit, denn wir haben hier 8,9 Sekunden, die anderen 10 oder 15,8 und natürlich Foch hat hier einen Autoloader, dementsprechend hier nur die Striche. Die Drehgeschwindigkeit, da ist er am schnellsten, das kann keiner dann so schnell drehen wie er, wobei aber auch das wirklich sehr, sehr limitiert ist das Ganze, also da braucht man, glaube ich, das nicht großartig erwähnen. Der wichtigste Wert, den der Panzer hier für mich hat, ist nämlich sowieso dieser hier. Und zwar der Kanonenrichtbereich. Mit minus 11 Grad nach unten und plus 11 Grad nach oben hat er hier
den besten negativen Richtwinkel mit Abstand. Selbst die Grille mit minus 8 ist dann nochmal 3 Grad schwächer. Nach oben, okay, aber so oft muss man jetzt Gott sei Dank eh nicht nach oben schießen, wo das dann notwendig ist. Aber die 11 Grad, das ist auf jeden Fall was, da hat er ganz klar seine Stärken. Und das neben der Agilität würde ich auch ganz einfach als die Stärke schlechthin vom STRV erwähnen. Denn man kann den Panzer gut stellen, schnell die Ecken flankieren und ansonsten sollte man einfach aufpassen, dass man mit dem Tarnwert arbeitet und einfach nicht beschossen wird. Denn das mag er gar nicht. So, die Einzelzeit 2,94, die schlechteste von allen. Also selbst der Foch oder das Foch mit 2,88 nochmal eine Ticken schneller und natürlich hier das Scharfschützengewehr auf 2 Ketten, die Grille uneinholbar mit 1,44, doppelt so gut wie der STRV. Die Genauigkeit auf 100 Meter, da kann er sich dann aber wieder sehen lassen. 0,29 muss sich auch hier nur von der Grille geschlagen geben. Alle anderen sind da schwächer. Beim Schaden pro Minute, da ist er sogar auf dem dritten Rang, denn der Foch hat hier auf jeden Fall den schlechtesten Wert. Das Objekt mit Abstand den besten Wert, aber die Grille auch da nochmal etwas davor. Hitpoints, auch hier hält sich das wieder, bleibt das Thema so gleich. Also auch da sieht man, dass das Thema Panzerung und eben auch Hitpoints hier nicht die Stärken vom STRV sind, denn mit 1700 hat er zwischen 100 und 200 weniger als seine Mitbewerber. Bei der Panzerung kann er sogar die Grille ein wenig schlagen, wobei ob man im Tier 10 Bereich 40 oder 30 hat, ist eigentlich komplett egal, denn jede HE-Granate tut mit dem verdammt weh und da sieht man natürlich, dass der Vergleich vom Objekt und Foch in dem Thema Panzerung komplett hinkt. Gewicht, PS, lassen wir alles vor. Wichtiger wird jetzt mir hier die Topspeed sein und da sehen wir, mit 50 km/h ist er nicht der schnellste. Das ist, er kommt zwar gut in Tritt, aber die haben alle ein ähnliches Leistungsgewicht, also PS pro Tonne. Also hier 18, 17,5, 17,4. Nur die Grille nochmal etwas stärker, deswegen auch die Grille am schnellsten. Also 50 km/h ist okay, aber viel spannender sind 45 km/h rückwärts. Das ist einer der schnellsten Werte im Spiel und dementsprechend kann man hier vielleicht ganz anders taktisch spielen. Man muss nicht den Panzer erst komplett drehen, sondern kann auch einfach rückwärts abhauen. Finde ich schon mal von der Theorie hier sehr, sehr interessant. Dann Thema Tarnwert. Ich glaube, das ist auch noch einer der allerwichtigsten Punkte. Wenn wir stehen, hat der Tarnwert 27,03. Da kann keiner der anderen nur ansatzweise mithalten. Der Beste hier ist in dem Fall das Objekt und selbst das ist fast doppelt so schlecht wie der STRV. Also das ist die ganz große Stärke. Die Kanone bzw. der Richtbereich, die Agilität in der Form, dass man auch mal sich zurückziehen kann schneller und auch eben einen super Tarnwert hat. Also die Sachen solltet ihr ausspielen, lasst euch nie irgendwie auf ein Shootout mit eurer Tarnung ein, da werdet ihr dann sonst verlieren. Und auch in der Bewegung bleibt das Thema gleich, mehr als doppelt so gut als die anderen ist er hier in dem Bereich. Also da ganz klar die Stärke. Schwäche wiederum, und das ist auch typisch schwedisch, kann man schon fast sagen, die Sichtweite, 360 Meter ist der schlechteste Wert, die anderen bei 380 oder gar 390. Dass das Funkgerät so gut ist, bringt ihm dann aber auch nichts, wenn er nichts sieht oder sich selber nichts aufdecken kann. Deswegen ist aber auch der Tarnwert schon ganz notwendig. Gut, jetzt haben wir das Gerät in der Garage gesehen, haben gesehen, wie er sich so im Vergleich mit den anderen schlägt, aber jetzt wollen wir ins Spiel und hüpfen da mal rein und schauen uns das Game vom Nono an. Und da sind wir jetzt also auch im Gefecht hier mit dem Nono. Wie gesagt, auch wenn ich schon mal erwähnt habe, aber danke, dass du das Ganze eingesandt hast. Er fährt hier das Ganze mit Scherenfernrohr. Und wir sehen auch hier gleich X Switch to Siege Mode. Die werden wir dann hoffentlich noch sehen. Das ist der Belagerungsmodus, wo der Panzer sozusagen nach oben und unten fährt, um seinen Richtbereich zu verändern. Also da freue ich mich schon selber sehr drauf. Und ansonsten haben wir hier ein wirklich optisch schönes Gerät. Also ich muss sagen, für mich ist dieser Tech Tree der spannendste Tech Tree, den World of Tanks seit Ewigkeiten eingebaut hat. Also selbst der japanische, der ja schon sehr skurril war, hat nicht mal ansatzweise das, was er hier kann.
Und man sieht, er kommt schnell in Tritt. Jetzt bin ich eben schon sehr gespannt, wie der Siege-Mod dann sich gleich im Spiel ersichtlich machen wird. Uah, was macht er denn? So, jetzt stellt er sich hier im Busch. Jetzt scheint der Siege-Mod aktiv zu sein. Jetzt hat er nämlich den Travel-Mode, den er hier umstellen könnte. Und da kann er jetzt eben dann dementsprechend agieren. Schneller Damage. Und eine sehr interessante Sprachausgabe mit den Schweden, die hier eingeführt worden ist. Und da hinten haben wir jetzt einen anderen STRV. Was schön ist, das sehen wir jetzt unten, scheinbar wird mit 9.17 auch endlich bei Replays die Funktion vorhanden sein, dass wir sehen, was macht er an Schaden, was deckt er auf und sonstiges. War ja mit 9.16 leider nicht der Fall, aber hier nun, da freue ich mich als Kommentator sehr darüber. Und auch man sieht in dem Siege-Modus, wie schnell hier da wieder das Fadenkreuz zu ist, also das ist auf jeden Fall phänomenal. Also da hat er das immer am Start. Natürlich ist der Siege-Modus oder dieser Belagerungsmodus auch dann nachteilig, weil ihr braucht 2,5 Sekunden, bis ihr da raus seid. Also wenn ihr irgendwie gerade schnell umfahren werdet oder sowas, da habt ihr dann Probleme. Hinten sieht man auch nochmal ganz gut, da den nächsten, der ist auch gerade im Siege-Mode. Da ist natürlich die Agilität weg. Hat hier auch gerade einen Abpraller bekommen. Natürlich ist das einer der interessanten Nebenaspekte. Wir haben zwar kaum Panzerung, aber aufgrund des Winkels ist es dann doch der ein oder andere Abpraller mal möglich. Da deckt er jetzt gerade hier den Jagdpanzer auf. Und da schießt er jetzt mit Premium, aber wie gesagt, gerade Testserver ist einfach eine sehr premiumlastige Geschichte. Dementsprechend sind hier die Ergebnisse bei Tests auch nicht so ausschlaggebend wie auf dem Live-Server. Das muss man ganz klar erwähnt haben. Einer der Gründe, warum ich mich auch darauf eingelassen habe, die Panzer alle eher mit Replays als mit eigenen Gameplays zu zeigen, weil dann dementsprechend der Vorteil einfach ist, dass man wirklich die Sachen zeigen kann, wo der Panzer wenigstens gut in Szene gesetzt wird. So, jetzt Badgett schön getrackt. So, und jetzt versucht er gleich, da wird er schon getroffen, bekommt hier einen vernünftigen Schaden, aber schafft es damit, den TVP rauszunehmen und hat schon 3900 Schaden auf der Uhr. Hier jetzt schnell einzielen und zack, weg ist er. Den Jagdpanzer, da kommt er aktuell nicht gut drauf. Aber eben sobald man natürlich die Premium-Variante, dann kann man auch da oben mit dem Turm kein Problem mehr darstellen. Gerade hier so ein reines oder fast reines Zehnergefecht ist ja auf dem Live-Server so gut wie fast nicht denkbar. Ein einziger Neuner, dementsprechend natürlich schießt man da so oder so etwas mehr mit den Premium-Granaten. Er passt nach vorne Richtung STRV auf. So, und er ist jetzt hier gerade in den Travel-Modus zurück. Dementsprechend stellt sich die Wanne etwas anders auf. Da ist da drüben jetzt noch ein 10er Schwede. Aber hier in dem Fall dann einer der Heavy-Abteilung. Schnell runter natürlich.
durch diesen sehr interessanten Punkt. Ist er auch schwer zu sehen. Jetzt geht er in den Modus. Das sieht man, dauert ein bisschen länger. Dementsprechend fehlt jetzt die Agilität, aber er kann jetzt hier da auf den versuchen zu schießen. Man muss aber sagen, der Kranwagen, der hat eine unglaubliche Panzerung. Und trotz sehr, sehr guter Bereichmöglichkeit oder Schussmöglichkeit hat er hier jetzt ganz massive Probleme und geht jetzt da vorne auf. Genau da schafft er es nämlich, weil der Turm ist verdammt hart von Kranwagen. Da müsst ihr wirklich unglaublich aufpassen. Aber er nimmt auch hier den FV raus. Also da macht er einen sehr, sehr guten Job. Und jetzt hier wieder im Travel-Modus. Man sieht eben die Kanone, wie sie gar nicht hin und her schwenken kann, sondern wie der Panzer immer mit sich bewegen muss. Und jetzt werden wir gleich wieder den Travel, den Siege-Modus sehen, schätze ich mal. Ah ne, der will hier noch weiterfahren. Da ist die Arti offen. Aber ich denke mal, seine Artis werden sich da auch gleich dementsprechend drum kümmern. Und da ist er auch schon raus und er bekommt hier den Spotting bzw. den Unterstützungsschaden. Nimmt man auch gerne mit. So, und hier geht er jetzt wieder in den Belagerungsmodus. Der STRV wollte es hier aber massiv wissen. Dementsprechend hat er schon den Modus geändert. Aber alles gut. Und jetzt noch der andere da drüben. Sieht man auch schön dann das Fadenkreuz sich verändern. Arti ist aber weg. Auch hier wieder für ihn das Ganze gerichtet. So, und jetzt bekommt ihr den Schaden. Und da würde ich jetzt einfach vorne auf die Wanne ganz plump hauen. Am besten mit HE. Da sieht man aber auch, teilweise kann einem der Gegner ganz schön trollen. Und der trollt ihn hier massiv sogar. Also auch da hat man gesehen, ja, okay. Man kann auch da mal sich ärgern. Und er hat mir auch geschrieben, dass das so die Szene war, die ihn wirklich massiv geärgert hat. Wo der Gegner einen guten Job gemacht hat und er da einfach das nicht so clever angestellt hat. Weil auch das gibt es natürlich. Neuer Panzer ist immer sehr, sehr schwierig, immer zu sehen und zu bespielen. Ich kann aber schon mal sagen, natürlich werdet ihr hier wieder die Endauswertung dann gleich sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt mir gern eure Meinung zu den Schweden mal sagen. Natürlich würde ich mich über einen Daumen oder noch nicht vorhanden ein Abo sehr freuen. Ansonsten kann ich nur sagen, macht es gut, spielt es weiter fleißig, World of Tanks, schaut die Endauswertung an und lasst doch noch euren Kommentar da. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.